Schon wieder online sein? Hallo? Hallo Freunde! Wir starten mit Uncharted 2! Yay! Hammermäßig, Leute! Hammermäßig! Das hatte ich ja schon so ein bisschen gehofft und erwartet, dass wir das heute noch sehen werden. Und... ich muss ganz kurz was tun. So. Also, wir werden das jetzt angehen. Und ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn hier raus, Mensch? Wie lange es heute noch geht? Das kann ich dir nicht sicher sagen. Also ich glaube, so 2 Stündchen mache ich noch oder so. Ja, der zweite Teil ist auch echt super. Ich finde den 4. am besten. Aber, so, ich will hier weg. Möcht ihr raus, Junge? Ah, R1 steht da. Dann machen wir doch hier direkt mal an den Boy. Nö, Feiertag ist natürlich länger für euch dann. Also, cooler für euch. Ich muss nicht aufstehen morgen. Ich muss morgen spät aufstehen. So, es geht los. Wir wollen natürlich neues Spiel. Optionen erstmal. Das müsste eigentlich alles richtig sein. Lautstärke, ich mach genau. Musik mache ich immer leiser. Und die Sprache. Englisch. So. Neues Spiel. Jawohl. Hier spielen normal, alles wie gehabt. Und jo. Ja, möchten wir. Oh Mann, Omicron. Dankeschön für die 1000 Bits. Nummer 2. Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen for the win. Es geht los. Woohoo! Gute Nacht. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sich hier einige verabschieden. Jay und Benny. Macht's gut. Danke, dass ihr da wart. Bis die Tage. Und schlaft gut. Ach ja, ich erinnere mich. Der Zug! Auch dir eine gute Nacht. Schön, dass du mal wieder da warst. Und bis bald. So. Oh, ich komme mal wieder ein bisschen näher. Okay, Kapitel 1, Freunde. Es geht los. Ja, Nintendo, ich sehe das genauso. Ich habe den Vorteil, dass ich bis spät nachts noch streamen kann. Oh oh, nein. Nicht so geil. Hopp. Sagen wir mal krankgeschrieben. Krankgeschrieben, wenn ich nicht krankgeschrieben wäre, dann wäre ich tatsächlich arbeitslos. Ja. Oh, mein Hals kratzt. Ich kann gerade nicht trinken. It's okay. It's okay. Come on. Eine beschissene Situation. Ich glaube, ich tue mein Fenster nach unten. Das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt, dass es da oben hängt. So.
Okay, immer mit der Ruhe, Nathan. Schön am Abhängen. Hey, Worldbender, hey! Ich würde auch gerne eine Pizza haben. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ich müsste eigentlich. Aber ich habe hier noch genug zu futtern. Deswegen wäre das reine Verschwendung. Außerdem will ich erstmal ein Eis. Fernseher ist ausgegangen. Das ist nicht so gut. Du hast schon 1 Kilo Nektarinen heute gegessen? Alter. Buy me a drink, Sailor. Harry Flynn? Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. I've got a job for us. Really? The client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. And I'm listening. If it's fat, man, I'm not gonna like this. Oh, no. No, you're out of your mind. Yeah, you just hear me out for a second. Flynn, we both know 2 people who were killed trying to lift something out of this place. And one who made it out. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a 2-person job. No, no, no. 3, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. Oh, hey! What? Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan. Drake. Hello, Harry. Chloe here's one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. Right, look. I've got it all figured out. We go in through the sewer. I'm loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. And what is worth all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. But that's it. An oil lamp. Yeah. It's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. Zum Glück spielen wir auf Englisch. Das auf Holländisch wäre schon ein bisschen hart jetzt, ja. 13th century Latin, mate. Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. Yeah, that's a Rückblende, Rob. In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands. Yeah, ich habe mir Mühe gegeben. I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. Eine rote Top, was annähernd passen würde. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. I know, someone want to fill me in. Marco Polo leaves China.
with 600 passengers and 14 ships, loaded down with treasure from Kublai Khan. And he lands in Persia a year and a half later, with only one ship left and only 18 passengers. Now, he recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there, there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Hey, look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the site of the lost fleet. So, we're dicking this guy over, right? Damn straight. Absolutely. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong? Oh je, oh je. Ganz schön durch, der Gude. Ja, man merkt halt sofort, dass der komplett anders aufgebaut ist. Also schon viel filmischer als der erste Teil. Oh, und das macht super viel aus einfach. Habe ich sofort blinken sehen. Unser erster Schatz. Rob, jetzt frag doch nicht so viel. Gute Nacht, what's up? Cool, dass du da warst. Schlaf schön. Hier ist eine Knarre. Sehr gut. Wenn ich die verpasst hätte, wäre es ein bisschen eng geworden, glaube ich. Ah, okay. Of course it's locked. It's always locked. Lel. Alles klar, Ice Queen. Dann wünsche ich dir gute Nacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier. Tschüss. He's alive. Ah, Idiot. Karma's a bitch. Indeed. Ja, oder, Matt? Ich finde auch, das hat was absolut Poetisches, auf die Distanz zu verlieren. Nicht zu treffen. Muss ich da hoch? Ja, ne? Ja. Okay. Ach, das ist er überhaupt im Ausland? Er ist halb tot. Sexy time. Hello. Well, so much for foreplay.
You mind telling me what the hell is going on? You mean with Flynn? Yeah. You might have warned me. And missed the look on your face? Anyway, you haven't exactly made yourself easy to find. Talk about making yourself easy. Oh, you're not jealous. Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually on to something, I thought you'd want to be in on the action. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist. Find the ships, and we make off with the treasure. With Flynn? Mm-hmm. And then? And then we split the take three ways, and you and I just disappear. Together, this time. I see. Until then, he can't know about us. He's gonna be pissed. He's gonna be fine. Evie! Trust me. Danke für den Follow. Hier ist dein Oscar des Tages. Und jetzt geht's direkt weiter in die Schneehölle. Elehu? Ja, das hat sich anscheinend schnell erledigt. Man weiß ja auch nicht, wie viele Jahre dazwischen lagen, zwischen Teil 1 und 2, oder? Ich glaube, ich habe vergessen. Schande über mein Haupt. Ich muss die Kategorie ändern. Das ist ja gar nicht mehr das erste Uncharted. Jei. Thieves. Heißt doch Among Thieves, oder? Ja. So. Tja, dann. Das muss ja hier alles seine Richtigkeit haben. Kann ich hier raus? Muss ich nach vorne raus? Entschuldigen Sie, wo geht es hier raus? Jetzt sind wir schon wieder am Abgrund. Ja, ich weiß. Ich habe es falsch geschrieben. Es ist spät, okay? Thieves. F wird auf V-I-S aufgelöst bei Mehrzahl. I know. So, meine Knarre habe ich zum Glück. Das ist aber ein schöner Dolch. Istanbul. You sure you're up for this? Feel a lot better if I had a gun. We won't need them. A little insurance, that's all. Flynn, they're just museum guards. And we have their patrols all mapped out. Relax. Relax? Relax. Have you ever been in a Turkish prison, mate? If we get caught, they will lock us up and throw away the sodding key. You do realize that, don't you? Better than you do. Well, you ich glaube, may er hat nicht so unrecht mit türkischen Gefängnissen. Gerade in to make any mistakes. Letzter yeah. Zeit. And we won't. We're here.
This way. So what do we do if they switch the patrols? Figure it out as we go. We cannot fumble our way through this. I don't fumble. I improvise. Oh, is that what you call it? Yeah. I'm, adaptable. Adaptable? You cocky bastard. There. What did I tell you? That passage there is gonna take us right under the museum. You called it, all right. You need to have a little more faith in me, chum. Okay. This one here is me. All right, remember, that tower is our only way into the exhibit. But we can't even get close with those floodlights on. We've gone over this. Just make sure you cut the power by the time we reach the second courtyard. The lights will be out. I'll have the van waiting at the rendezvous point. Just make sure you get your asses out of there in time. Fair enough. All right, enough chat. Let's do this. Chloe. See you on the other side. Looking forward to it. So, ich habe jetzt die Beschreibung noch mal kurz geändert. I'm sure you know where you're going. Don't I always? So. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Dass ich auch nichts übersehe. Don't you love the way the water makes your jeans all squidgy? It's like the good old days, isn't it? Yeah. When were those again? So. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus hier. Oh, wait. This can't be right. You must have made a wrong turn somewhere. Hey, now what do you bet that will take us right into the boiler room? And from there, we're in. Wie ist einfach genau auf ihn zoomt. In like Flynn, right? What? In like Flynn. I don't get it. Just give me a boost. Here it comes. Thanks. Gute Nacht, Hoflongpo. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Bis bald. Almost there. You ready? No guts, no glory. No guts, no glory. Here we go. We're good. Ich glaube, der Chat schläft auch schon. Yes. Oh, eine alte Münze. Münze nehme ich gern. Just reach up there and grab the ladder. Okay, yeah, all right. Moin, Fleischdealer und Midden, was geht ab? Zu später Stunde noch am Start. So gefällt mir das, Freunde. Hä, wie? Ach so. All right, this is the way to the courtyard. Guck an, da kann man bestimmt rüber. Nice one. Oh, ein türkisches Auge. Interessant. Well, we're not going this way.
Not if you want to keep your skin. Ja, dann kommen wir doch hier hoch. There's gotta be a shut-off valve around here somewhere. See if you can find it then. Also es gab ja Spywalker, es gab doch auch noch hier Lost Legacy. Der war auch ziemlich gut, also Spin-off quasi. Ich hoffe einfach für das Franchise, dass sie den guten Nathan Drake jetzt mal im Ruhestand lassen. Ich finde, das ist perfekt so, wie es ist. Gerade so gelaufen. Und da muss jetzt meiner Meinung nach nicht noch ein Teil folgen. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Es ist immer noch die Videospielindustrie. Alles, was sie wollen, ist Kohle. Und deswegen... Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Nee, keine neue Haarfarbe. Fast. Das habe ich schon verstanden. Danke, Spiel. Ja, wer weiß, was da noch mit dem Nachwuchs passiert. Aber... That's our access point. Who knows? Once we're through, just stick to the plan. You got me? Tell me you LPO, hey. Du bist auch stealthy unterwegs heute, wa? Ich bin auch froh, dass sie es nicht verkackt haben, wirklich. Ich mochte Sam nicht, Matt. Ich fand den echt kacke, den Typen. Alter, wir finden so viele Schätze. Guck an, ein roter Ring. Den würde ich auch anziehen. It's locked. Good job I came prepared. I pick more than my nose, my friend. Wait! There's an alarm. That's new since last time. Great. Now what? Stimmt, well, Time mit Elena wäre auch super. Aber die ist ja eigentlich keine, die ist ja nur so reingerutscht. Die ist ja eigentlich Journalistin. Also Chloe und Nadine haben schon wesentlich mehr Sinn ergeben einfach, dass die ein Spiel bekommen. Okay, ich muss den Alarm... ausschalten? War das so? Aber wo denn? Wo? Gibt es hier sowas wie einen Sicherungskasten? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Komme ich hier nicht hoch oder was? Guck mal hier. Haha! Schön das Knöpfchen drücken. There, that ought to do it. Alright, we're in. Gut zu wissen, APO. Ich bin auf dem Hauptbildschirm. Ich hab's geschafft. Oh Gott, hier sind so unfassbar dumme Stealth-Szenen. Alter, nein. Ich hab vergessen, wie dumm ich das fand. Das Istanbul-Level. Sleep tight. There's the tower. Ja, danke, Kolle. Ich weiß doch. We're gonna have to make our way to the next courtyard, through that gate over there. Well, let's do it. Well, let's do it then. Alrighty. Das habe ich noch nie gerafft. Ich mache genau, was da steht. Und es dauert super lange. So ein Scheiß, Alter. Jetzt löst dich doch. Löst dich! Mann. We've got to get up to that balcony.
We can climb the gate over here. Got it. Ja, mehr Rätsel und so, ja klar. Ich finde auch, dass dieses Spiel schon wesentlich ausgeglichener ist, was das alles angeht. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. I've got the other one. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Müze kapalı. Ya ya. Lights out. Yeah. Yeah. Cool, mehr Wachleute. Ich liebe es. Okay, we're almost there. I'll go right, you go left. Können wir nicht einfach alle niederschießen, so wie wir das immer machen? Jetzt auf Dach oder was? Ne, ich gehe da runter. Hä? Ich bin gar nicht da. Sie haben nichts gesehen, Sir. Should be able to lift this up, sneak right under. Whoa, whoa, not so fast. There's another alarm. Ah, great. You want to get this one? Wait here. Was für ein arrogantes Arschloch dieser Flint-Typ ist, ey, das weiß man doch jetzt schon. So, wo führt denn der Scheiß hin, da oben? Don't jinx it, Kabrüggen. Alright. One, two, three. Alright, go. You got it. Yeah. Hurry. Okay, okay. Alright. Hurry up. Easy. Easy. All right. We gotta cross this courtyard to get onto the roof. Okay. I'll just let you do all the ass kicking, all right? Right. Head for the fountain. Oh, diese Fountain-Nummer, Alter. What? Bevor ich's wieder versaufte, vielen Dank für super unterhaltsame Streams. Ich danke dir, Chris, too. Oh Mann. Ich danke dir. Aber saufen ist auch unterhaltsam. Ich gehe ganz gerne saufen. Lights out. Nix da. Damn it. Nein! Shit, ich dachte, ich komme damit davon. Bu gece nasılsın? Yorgunum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. So, Nummer 1.
lights out. Ja, wie? Orda! Redia, ne olduğunu duydun mu? Da, eben wollte ich doch gerade sagen. Den muss ich doch zuerst ausschalten, oder nicht? Dieser Flint hat mich völlig durcheinander gebracht. So, am besten gar nicht auf den Arsch achten. Crap. Wie? Head for the fountain. So, der bleibt da stehen. Die bleiben da hinten stehen. Vielleicht muss ich den hier, dass er nicht so auffällt. Ja, der sieht mich doch, oder nicht? Ja, was ist denn jetzt? Gehst du weiter oder nicht? Alter, der Typ macht mich fertig. Just gotta find a way up to that window. Which window? There's a lot of bloody windows. So, ich hoffe, jetzt entdeckt keiner zufällig gerade die Leichen. Das wäre ein bisschen kacke. Oh, da glitzert was? Cappy! Wo? Ich glaube, ich werde jetzt nicht extra dahin kraxeln. Im Brunnen? Oh Gott. Vielleicht komme ich hier später nochmal hin, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich diesen Teil des Spiels hinter mir habe. Oh, crap. Now what? It's time to tip the odds. Back in our favor. Oh, that's brilliant. Guns? What are you thinking? Relax, Gandhi. They're tranquilizer guns. Totally non-lethal. Your conscience will remain unscathed. Oh, well. Good idea. Great. Okay, a little bit of advice. These things have lousy range, so we still have to get in close. You okay with that? Know how to shoot a gun, genius. Bu kutular ya, bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çer çöp gibi geldi daha çok. So, jetzt sehen die das doch da oben, dass die da unten umgefallen sind, oder spinne ich? Uzakta dur! Oh, die haben ja wirklich keine Reichweite, das gibt's ja nicht. Alright, let's take these guys out. Mann. Hey, Watercay, da bist du ja wieder. Was geht ab? Gute Nacht. Okay. We gotta get up to that walkway.
This could help. Ich glaube, ich muss mein Dings doch auf die andere Seite tun, sonst sehe ich die Quicktimes nicht. Ha! Mann, ey. Immer wieder Ärger mit Bild. So. Schön erstmal alle Emotes rausgehauen. So, kann ich mit denen irgendwas machen? Teabaggen vielleicht. Those rafters will get us onto the roof, if we can get up there. Good thing one of us thought ahead, eh? Yeah. All yours. Hey! Eller yukarı! Eller yukarı! Haha! Thanks, mate. Wie geistesgegenwärtig von mir, was? Come on. Alright, alright. I think I'm gonna take the elevator next time. Okay. Respekt! Ja. Er ist zwar ein Arsch, aber dumm ist er nicht. So, hier raus oder was? Alright, there's the tower. Getting closer. Appreciate that update, Captain Obvious. Ja, die englische Synchro ist schon toll. Gebe es zu. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Als ob die so weit springen können. Haha! Oh! Oh, I gotcha! Pull me up! You put on weight, mate! Pull me up! Oh, shit, that was close. Alright, no more donuts for you. Ich entscheide immer noch selbst, wie viele Donuts ich esse. Klar! Willst du nicht etwa sagen, ich bin fett? So ein Rüpel. Los hier, first try. Ja. Yes. Ja. I'm right behind you. As always. Oh, das war jetzt aber. Hä? Es muss doch eigentlich. Warum kann ich denn jetzt nicht hier hin? Ach so. Da war der Fehler. Sorry. There's a guy above you. There's a guy above you. Ja, ja, ja. Das wissen wir doch. There's a guy below you. There's a guy below you. Lebt der wirklich und schwimmt der gerade da an Land? Das ist doch Quatsch. Wenn du aus der Höhe fällst, dann ist der. Ist die Wasseroberfläche sowas von Beton. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Wo?
see your house. Let's get moving. He did. There's a guard right below you. Was hast du dir denn für eine Pizza bestellt? Welche Art von Pizza? So, was kann ich tun? So, hier, den. Yes. Nearly there. Yeah, but why are the lights still on? Chloe will take care of it, don't worry. Okay. Spider-Man. Quattro formaggi. Okay. Ein Käseliebhaber. Nicht so schlecht. Ich esse am liebsten Speziale. Ich liebe einfach Pilze auf meiner Pizza und Schinken. Und Salami sowieso. Shit. We can't get any closer with the tower lit up like that. What the hell is she doing? Come on, Chloe. Let's go, Chloe. That's my girl. Ja, komm, hüpf rein, Mann. Okay. We're clear. Mit Ei drauf. Ladies first. Ah, das ist mir schon ein bisschen zu exotisch. Shoot. Here we go. Oh, there it is. Yeah, and there's the acoustic alarm. Until we get this case unlocked. That thing's gonna go off. We so much as touch this glass. Verstehe, verstehe. No worries, mate. Hey, Bullet, was geht? Voila. Better late than never, huh? All right. Der klassische Fungi-Typ. Wir sprechen gerade über Pizzasorten, Bullet. I guess there's only one way to find out. Der spezielle Typ. Sorry, Marco. Der Fungi-Typ. Mag ich auch gerne. Oder auch nur Schinken, finde ich auch gut. Dann gibt's noch diese kleinen Piccolinis mit drei Käse, die finde ich auch cool. Crap. Well, that's the understatement of the year. This is it. It's bloody useless. The light of the great Khan. Hey, Luke Skywalker, jetzt kommen sie alle rein hier. Was ist denn da los? It's resin, it'll burn. And just give me your lighter. Is that really a good idea in here? Man. Ja, Kaprügen, ich sehe schon, du weißt, was gut ist. Schinken und Spinat. Ja, ich bin kein Fan von Spinat. Absolut nicht. Kolja ist es auch gerne. Our ships were driven by a great flood tide. Das geht into the wilds of Java. Sounds like they were hit by a tsunami. Yeah, somewhere off the west coast of Borneo. Oh, great. That narrows it down a bit. Look, this mountain must have been the closest landmark where they went aground. We find that mountain. We find the ships. Yeah, good work, mate. Wait, wait, there's more. Okay, Joe. As if the ocean itself sought to throw off the terrible cargo we carried from Shambhala. The curse of the Chintamani. Would that mean something to you? Shambhala? Oh my God, Flynn. What? Marco Polo found Shambhala. Shangri-La. You're joking. If they were carrying the Chintamani stone, it might still be there. It's all very fascinating, but we really gotta go. Yeah, I'm right behind you. The hell are you doing? Sorry, mate. Verarscht. This is where we part ways. Wait, Flynn, we had a plan. Pizza Shambhala. No, you had a plan. Turns out I've got one of my own.
Ooh, chili. Throw me the rope. Don't be stupid. Oh yeah, right. You're the mastermind. Only you overlooked one little detail. Didn't you, partner? So what are you gonna do? Shoot me now? No. I just need you out of the way for a little while. Shit. You think I didn't know about the ship from the beginning? Ja, allerdings. Any schoolboy could have figured that out. Flynn, listen. Face it, genius. You've been played. Not yet. I want to give the guards a decent head start. Right, that's my cue. No hard feelings, yeah? Ich stelle es auch kacke, denn jetzt muss man einfach nur rennen, glaube ich. Oder? War das nicht so? Hemen çıkışları kapatın! Kapıyı kapatın! No! Okay, now I'm screwed. Nee! Alright. Think, Nate. So, wenn ich jetzt yeah, genau den Weg. Wo die Laser herkamen? Von den Knarrenkolja. Yeah, this way. Use your head, Nate. Use your head. Get out of here. There we go. Gotta get to that ladder. Leiter. Von Laser Godzilla. See ya, suckers. What? Er hat ihn da auf Pause gedrückt. Da waren Soldaten eingemauert, ja, auf jeden Fall. Whoopsie daisy. You overlooked one little detail, didn't you, partner? What? Face it, genius, you've been played. Oh, really? Hey. Jackass, you're ruining the show here. Ah, oh, what a shame. Sully! I really can't leave you alone for a minute. Oh, man, am I glad to see you. What are you doing, kid? Der Rest in der Not. I'm doing just great. So? I had to grease a few palms. Did go through the rest of your money, and a good chunk of my own, but hey. Jesus, you stink. Yeah, not half as bad as that cigar. Yeah. Hey, how'd you find me? Well, a friend of yours asked for my help. Hello, Nate. Oh, no. Now, wait a second. Sully, kick her out and shut the door. We're safer in here. Just wait a goddamn minute. Hear her out. Thank you, Victor. Hey, no offense, Sully. But you're not exactly the best judge of character, especially when it comes to women. Fair enough. All the same. Dear God. Oh, no, it's not that bad. Look, I have my own bucket. Last cell I was in, 8 of us had to share. Listen, Nate. You know something I really appreciate you dropping by? But if you and Flynn hadn't screwed me over in the first place, I wouldn't have been rotting in this shithole for the last 3 months. So excuse me if I'm not just, you know, leaping into your arms. I had nothing to do with it. Right. I told you. He's not gonna listen to me. Screw this. Nate, they found the ships. In Borneo? Yes. And the Chintamani stone? How do you know about that? Do you really think Flynn could have figured that out on his own? All right, good point. No, they haven't found it yet. What do you mean they? Flynn and his client, Lazarevich. You know, the nutcase. They've been working together all along. They haven't found the stone, that means there's still time. You're gonna get us into that dig site. We are gonna snatch that treasure right out from under them. They'll never see it coming. Yeah, well, payback's a bitch. Look, they called it the wish-fulfilling jewel. It's a sacred object. What, like a Buddhist holy grail? Exactly. Thanks. Sully, listen to this. In the kingdom of Shambhala lies the most precious thing to be found in all the world. A perfect raw sapphire of the deepest blue, larger around than the reach of a man's arms. Ooh, that's gotta be worth millions. Hundreds of millions. And you say there's more of this?
Loads more. Lazarevich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Chintamani stone for years. Well, if he's been counting on Flynn to find it for him, it's no wonder he hasn't had any luck. If I can get a look at Lazarevich's files, I can find that stone. Hang on a minute, cowboy. That's easier said than done. The files are in his tent, and his tent is in the middle of the camp. It's like an armed compound. There are soldiers everywhere. Well, that's why it has to be a inside job. From someone they know and trust. Oh. Okay, I see where this is going. I just need a diversion. You give me 5 minutes in that tent, that's all it'll take. Really? 5 minutes? Well, that's great. I won't even have to get my top off. Chloe, I was thinking more like an explosion. Or that can be arranged. Are you in? Oh, hell yes. I was in before you were. Hell yes. So. Borneo, Freunde. Chloe, you're reading us? Rumble in the jungle. We're getting close. Okay, I've planted charges all around the perimeter of the camp. You two just need to arm them. The first one should be right ahead of you. Das ist okay. Wir kommen schon klar. Ja, Dschungel-Settings sind wirklich cool. Finde ich auch. Ich brauche Schätze. Ich möchte doch gerne noch einen Schatz finden. Here it is. I also left the detonator for you. There we are. All right. First one set. Don't touch the button. This one? Push the button. Once you've set the charges, don't push the button. Just hit the detonator and it's showtime. They'll never know what hit him. Just be careful. Zarevich has got his men posted all around the perimeter. Gib mir einen Schatz. Oh. Kein Schatz für mich, oder? Too bad. Arthur et un perroquet. I'm sweating like a hooker in church. You brought a hooker to church? Why not? Don't let him spot you. Let's take these guys out. Quietly. Welche? Wo sind die? Sind hier Leute? Das war das Standard-Franze-Buch, natürlich. Genau wie dieses komische Englisch-Ding jeder hatte. Englisch 2000 oder so, hieß das. Danke für die Munition, mein Freund. I said quiet, mate. That's the other end allowed. Was denn? Geht doch. Alles easy hier. Oh Gott, zäh sind die immer noch, die Idioten. Wenigstens ist man nicht sofort geliefert, wenn man hier auffliegt. Das finde ich sehr löblich. So. Ach, da liegt ja noch. Swing across there. Maybe you can. Okay.
All right, hold on, Grandpa. See if I can find another way up. Die haben wohl nichts mehr zu geben. Geil, eine AK. Das habe ich mir gewünscht. Muss ich hier überhaupt lang, ist die Frage. Muss ich anscheinend. Ja, Sita Gupta, Alter. Sita und Sanjay Gupta, die Zwillinge sind das doch, oder? Und wo wohnten die? Die wohnten nicht in London, oder? Die wohnten in einer kleineren Stadt, glaube ich. Hey, cheep, 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 early bird. Wo ist denn hier noch einer gewesen? Faustkämpfer! Das bin ich! Der liegt immer noch. So. Sehr gut. Hier noch was? Nö. Ja, komm, Sully. Was? Wie er da steht, Alter. Das ist ja wohl der Mega-Turtleneck, Alter. Wie ungesund. Ah, es tut ja richtig. Das tut schon weh, wenn ich es probiere. Ja, komm. Muévete. Schwere Pistole. Ellie? Steht Ellie auch so, oder was? Ist mir noch nie aufgefallen. Dass er ein Turtle ist. Here's the camp. You ready for this? Let's do it. So, dürfen wir jetzt alle lautlos umbringen, oder müssen wir, können wir stürmen? Kannst du ja erstmal versuchen, leise zu machen, gell? Der guckt doch auch hier runter, der Typ, oder nicht? Klotzack! Hat er seine Waffe hingeworfen? Ich hab ja. So, da steht einer. Habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Geil! Aber guter Abgang. Immerhin. Kuchengammel, guten Morgen. Was geht ab bei dir? Das kriegst du jetzt nicht hin. Ich
doch schon sein. Also warte mal, da stand eben einer. Ach so, da kommt der her. Ich dachte, der kam aus dem Nichts. Alles fluffig? Ja, super. Das ist gut. Ich bin auch fluffig. Ja, den kriege ich jetzt aber nicht. Den kriege ich ja gar nicht leise. Oder geht der nochmal weg? Fragen über Fragen. Flapsilla ist richtig fluffig. Auch gerade in diesem Augenblick ist er richtig fluffig. Natürlich hat er mich gesehen. Und alle anderen haben mich auch gesehen. Aber ich meine, ey, das ist eigentlich nicht zu... Hallo. Das ist eigentlich nicht zu machen, oder? Aus der Nummer rauskommen? Yeah, nice. Das war gut. War's das jetzt hier, oder? Okay, die Sprengsätze. Eins war doch hier. Wie mache ich das denn jetzt? Oder muss ich erst alle Menschen loswerden? Danke, Sally. Klotzacks hier. Ein ganzes Camp voll. Bäm! Aus dem Leben getreten habe ich den. Yeah, Sally, ey. Der geht gut ab hier. Zumindest in dem Teil. Das ist schon mal viel wert. So. Ganz wundervoll. Ich weiß nicht mehr, wo die alle waren. Ich hoffe, ich finde die jetzt so auf Anhieb. Hier war auf jeden Fall eins hier vorne. Das haben wir gesehen. There should be only two left. 1800 Leute hat Nathan Drake insgesamt umgebracht? Ja. Toller Typ, ne? Das alles nur für Gold. Naja. Ja, stimmt. Der ist eigentlich... Das müsste man auch mal ausrechnen, wie viele Leute oder wie viele Gegner Kratos getötet hat. Götter zählen mehrfach. So, wo haben wir denn hier noch Sprengladungen angebracht? Weiter oben bestimmt. Oh. Praktisch.
Hier? Geht das? Ich kann zumindest nicht Dreieck drücken. Ja. Falls es eine Möglichkeit gibt, ich sehe sie nicht. Hier komme ich auch nicht dran. Beziehungsweise es erscheint kein Knöppchen. Hm. Vielleicht sind sie doch alle hier unten, aber das glaube ich nicht. Nee, die will ich nicht. Hm. Bei der Leiter auf den Motor schießen. Ah, Bullet. Das könnte natürlich gut funktionieren. Ja. Hat der Leiter jetzt auch nicht so geholfen. Ein Versuch war's wert. Ey, das könnten die locker packen, oder? Das muss doch ein Bug sein, Alter. Das könnten die locker packen. Räuber leider. Ey, irgendwas übersehe ich doch. Ja, du lachst. Ich finde, das ist eine eindeutig sehr ernste Situation. Ah, hier ist noch eins. Alright, one more and we're Lord Stromberg. Moin. Wie geht's zu später Stund? Oder zu früher Stund, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja, Sully kann nur noch Menschen erschießen.